Servus zusammen, nach einer längeren schöpferischen Pause sind wir heute zurück und es gibt eine neue Episode von A Welcome To. Und den Herrn, den wir heute besuchen, den kennt ihr bestimmt alle, den kann man gar nicht übersehen, denn er ist ziemlich groß, trägt gerne Schnurrbart und er steht irgendwie auf diesen Verein auch. Auf geht's, gehen wir's an. Servus. Welcome to the Appleside. Das ist für dich. Das ist die Peppa Pig. And some flowers for the first lady. You're welcome. Ja, wir starten ja jedes Mal gleich, Erika und Conny, und hätten natürlich jetzt unglaublich gern von euch eine kleine Wohnungstour. Hier wird gekocht, gegessen. Ja, genau. Meine Küche, Kühlschrank, schön groß, wie man es von Nordamerika noch gewohnt ist. Braucht natürlich auch einen Grill, auch wenn der Balkon nicht viel hergibt, aber lieber hat man gar keinen Platz, bevor man keinen Grill hat. Was ist denn so, ich sag mal, essenstechnisch, kocht ihr beide? Kocht nur Erika, kochst du auch? Oder was ist, wie ist da die Aufteilung in der Küche? We don't love cooking, yeah. But we share. Außer am Spieltag, da macht Erika für mich mein Pre-Game-Meal. Was gibt's da? Süßkartoffeln und ein bisschen Händel dazu. Und hier auf der Einkaufsliste ganz wichtig, Win Championship. Ja. Also To-Do-List. Ja, da sind wir jetzt auch hart dran am Anfang. Aber es ist gut, dass man sich das immer in Erinnerung hält, wenn man mal wieder vor Augen hält, was der Plan ist. Absolut, visualisieren. Fernseher, viel Fernseher schauen oder are you guys into TV-Shows, Special-Shows? Ja, TV, ja. Aber ich möchte nicht anschauen, ich würde Erika anschauen. Deswegen. Okay, was ist deine Lieblingsserie, Erika? I like the trashy reality TV-Shows. For example? The moment I'm watching Love is Blind. Okay. It's so bad, but so good. Ah, okay. And that's the moment when you lose Connie and he's going somewhere else in the apartment, or? No, I turn it on, he's like, I don't want to watch that. And then he's the one like, oh, we got to turn it off and go to bed. Okay. It's a little more. Mit dem trashy TV kommen wir eigentlich jung. Problem ist, wenn ich dann schon so viel gesehen habe, dann muss ich ja immer wissen, wie es ausgeht. Also egal wie schlecht der Film ist, der wird zu Ende geschaut, weil ich muss einfach wissen, wie es ausgeht. Wenn ich die Kinderfilme anmache und da muss ich sie ins Bett und dann ist aber noch ein bisschen was da, dann muss ich das fast allein fertig schauen, weil ich einfach wissen muss, wie es ausgeht. Jetzt hätte man natürlich nur gerne die Tour in der zweiten Etage. Ja, klar. Schauen wir weiter. Schauen wir, viel gibt's nur eins. Dankeschön, danke. Ja, Conny, erzähl uns mal ein bisschen was zu diesen geraten Trikots. Da meine 5 Meisterschaften als Profi. Wie man sieht, leider nur 3 Medaillen. Eine ist in der Feierlaune verloren gegangen. Was hat's mit der Bank auf sich? Die habe ich von meinem Freund und Freundinnen zur Hochzeit gekriegt. Da hockt man dann da und dann schauen wir die Weltkarten an und sagen, wo fahren wir als nächstes in Urlaub? Ja, vorhin habe ich schnell ein paar Darts geschmissen. Ah. Ich habe die dann jetzt auch ganz vergessen raus zum Tor. Aber das sieht man, die Übung habe ich. Das ist Arbeitszimmer, Schrägstrich, Gästezimmer. You are a professional in sewing, I've heard. I wouldn't say professional. Da die neue die Weihnachtskollektion. Oh. Wonderful. Nice. Da er mir gut steht. Auf jeden Fall. What's the website? Luna and the Lion. Mhm. Etsy. Mhm. .com. Merken. You can find me. Da haben wir nur was Schönes eingeräumt. Oder CCM Gender Reveal. Sieht man noch schöne pinke Farbe unten. Über 1 Million Views auf TikTok. Und Wahnsinn. Büdel von Burnerweier. Oh, das ist der Ort, wo, glaube ich, Eishockey begann, oder? Oder deine Karriere begann. Ja, meine auf jeden Fall. Und ich habe da mit meinen Cousins und Cousinen mir da immer ziemlich mittig dann ein bisschen Eisfläche gerammt und haben dann da gespielt. Das ist dann noch ein Foto vom Hof. Ist der kleine Conny da ab und zu in der Nacht ausgestiegen und hat irgendwas angestellt oder war das eher... Nein. Nicht? Habe ich eigentlich nicht machen müssen, weil ich einfach so ein braver Bub war. Conny, jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer graben in deinem Memorabilia-Schrank und dass du uns noch ein paar Highlights aus deiner Sammlung zeigst, weil ich glaube, das interessiert alle Fans, was du da für Schätze hast. Das Namensschüttel von Olympia, der Memorial Cup Ring von Halifax. Das Netz, das wir rausgeschnitten haben, nachdem wir Memorial Cup gewonnen haben. Die Erika hat gerade erzählt, auf dem Ring von der ECHL ist dein Name dezent falsch geschrieben. Albert Huser. Dann
Den habe ich verliehen gekriegt von der Juniorenliga Quebec für mein ganzes soziales Engagement, das ich über die Jahre da gemacht habe. Wie oft hat Halifax Memorial Cup gewonnen schon? Einmal. Das heißt, du bist wirklich Teil diesen großen Erfolges sozusagen. Ja, das ist cool. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Und halt die Kinder, die halt damals 10 waren, die sind halt jetzt 20. Und wenn man halt dann einmal vorgeht in Halifax, dann kommen da auf einmal halt so Erwachsene her und sagen, hast du ja gerade ein Bub war, da warst du mein Held, und das ist schon irgendwie sauber. Ja, auf jeden Fall ist das cool. Vor allem hätte ich jetzt ja keine kleinen Kinder mehr sein. Dann haben wir natürlich nur den Schrank, in dem die ganzen Trikots sind, für die an der Wand kein Platz mehr ist. Mein Trikot von den Worcester Sharks, das Trikot vom Draft 2010, deswegen die 10 drauf. Mein allererstes Red Bull Trikot. Ah, ja, genau, jetzt Crashed Ice natürlich. Red Bull Crashed Ice. Ja klar, genau. Da habe ich den vorentscheidenden Dates gewonnen mit, wenn nicht 14 oder 15. Sehr, sehr fein. Also wenn man dich so kennt und dich so sieht, dann könnte man denken, dass du als Kind ein Lausbub warst. Jetzt ist die Frage, liegen wir da richtig oder falsch, oder war vor lauter Eishockey gar keine Zeit, um irgendwelche Streiche auszuhecken? Ja, doch schon eher Lausbub. Das haben eigentlich alle dann auch gleich gewusst. Deswegen habe ich in der Schule immer in der ersten Reihe vor dem Lehrer hocken müssen. Im Schulbus, in der ersten Reihe direkt hinter dem Busfahrer oder der Busfahrerin. Die haben schon immer genau geschaut, was ich mache. Ich glaube, du hast mir mal irgendwann erzählt, dass du öfter mit dem Fahrrad nach Bad Tölz ins Training gefahren bist. Stimmt das? Ja, eigentlich jeden Tag im Sommer. Ja, witzige Side-Story war immer, dass irgendwann hat dann der Eisdielenbesitzer in Tölz gesehen, dass ich da jeden Tag zur gleichen Zeit mit dem Radl vorbeifahre. Und das hat ihm dann so gefallen, dass ich mir dann jeden Tag nach dem Training eine Kugel Eis abholen dürfen, aber aufs Haus. Those are Wolfie's shoes. Those are Wolfie's shoes. They're the right brand though, so that's good. Ooh, what do you have here, Zizi? Wow. Ich meine, als Kind war mein Traum immer nur ein Dates-Profi zu sein, und mich hat immer das aufgeregt, wenn immer alle von Dates weggehen und irgendwo höher spielen und woanders spielen wollen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nie. Und dann war ich ja schon so ehrgeizig, dass ich immer neben unserem Training noch viel extra gemacht habe, immer mit dem Ziel, einmal ein Dates-Profi zu werden. Und dann, wo man älter wird, dann sage ich mal so, kommt erst die Bayern-Auswahl, aber das war jetzt nicht klar. Ist schon mein erster Schritt, aber auch nicht so aussagekräftig. Und dann spielt man halt in der U16, U17 Nationalmannschaft. Hat man vielleicht schon ein bisschen Idee, dass man in seinem Jahrgang zu den Besten gehört, aber man weiß dann auch nicht, ob das schon reicht, um wirklich mal Profi zu werden. Und dann waren die ersten in Kanada drüben in der Juniorenliga. Und dann habe ich gedacht, das war das absolut größte Mutterland vom Eishockey zum Spielen. Und dann war das mein Ziel. Und als ich das dann erreicht habe, hat man dann schon gemerkt, okay, man ist jetzt eine Handvoll von Spielern, die es je geschafft haben, rüber zu gehen in die Juniorenliga, dass das dann schon was Besonderes ist und dass dann vielleicht schon eine Profikarriere möglich ist. Ja, und vor allem, das hat ja trotzdem ja dann 2010 ja dann gereicht, oder wurden ja tatsächlich die Scouts ja auf dich aufmerksam, weil du ja dann in der 6. Runde von den San Jose Sharks gedraftet worden bist. Ist da für dich schon mal so erster Haken gesetzt und großer Traum in Erfüllung gegangen? Ja, ich meine, das ist halt dann der nächste Schritt vom Traum eines Schauspieler. Es ist ja dann in der Zeit noch ein Traum für dich in Erfüllung gegangen, weil du hast diese wunderbare Dame irgendwann kennengelernt. Erika, kannst du uns mal erzählen, warum dieser bayerische Big Boy? Wie bist du auf den Conny gekommen? We met at a bar and he said his pickup line was that his teammate told him that it's because it's his birthday, he has to talk to the prettiest girl in the bar. Yeah. We just started chatting on Facebook. Connor didn't even have a phone at the time, so we had to be Facebook friends. And after we were chatting, we realized that his billet family is actually neighbors with my parents. So he lived there for 4 years and I never met him. I didn't know him at all. And yeah, so we sort of just started hanging out. Surprisingly, I wasn't into hockey at all. I did gymnastics and cheerleading. Do you maybe have a quick little something to show the fans what we are talking about? And maybe a handstand or just a quick one. You want the real party trick or what? You decide. Okay. Surprise us. This is not the first time I've done this at home. So you know how much space you need? Yeah. Okay. Okay. Woohoo!
Conny ist auf jeden Fall einer der, glaube ich, geselligsten Menschen, die ich kenne. Warst du, Conny, schon immer so gesellig? Also war das schon immer so Teil deiner Personalität? Ja, ich glaube schon. Ich rede gerne, ich bin gerne unter Leid und dann bleibe ich halt. Gerne mal sitzen. Ja. Bis zum Schluss, bis alles ausgeredet ist. Durch das, dass du ja schon gerne redest, habe ich mir jetzt persönlich für mich gedacht, dass du vielleicht, wenn es mit dem Eishockey nicht funktioniert hätte, entweder Politiker, Priester oder Wirt worden wärst wahrscheinlich. Ist da was dabei, was vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre? Ich muss sagen, dass sogar Wirt einmal relativ hoch in meiner Liste war als Kind. Also Koch und Wirtschaft aufmachen. Und dann hat er meine Mama gesagt, dass die meisten Leute halt sonntags in die Wirtschaft gehen, aber sonntags immer Spieltag ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann haut das nicht hin. Das ist schwierig. Woher kommt diese Ader, Leuten oder Menschen was Gutes zu tun oder dich zu engagieren für soziale Geschichten? Gute Frage. Ich glaube einfach, dass, ja, sagt einfach mal, meine Mama und auch meine Eltern, meine Geschwister, alle auch sehr hilfsbereit sind. Und dann meine Zeit in Halifax, da war extra auch einer, der sich darum gekümmert hat. Da haben wir ganz viele Kinderkrankenhäuser besucht, Schulbesuche gemacht. Und da habe ich halt einfach richtig durch die Strahlen der Kinder einfach, da hat das so eine Leidenschaft in mir geweckt. Und die bin ich seitdem einfach immer wieder nachgegangen. Und jetzt mal, wenn man da was Gutes da kann, gibt es einfach so viel zurück und man hat dann auch als Eishockeyspieler oft eine gute Plattform. Und wenn man die für was Gutes nutzen kann, dann ist das einfach eine super Sache. Gibt es irgendwelche Träume, die ihr jetzt schon für die Zukunft vielleicht habt? Ein Haus von dir. So schön, wie es uns in der Stadt gefällt, glaube ich, so der Traum, vielleicht dann einmal wieder raus aufs Land ziehen. Ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr in der Natur, sowas. Kann man uns als Familie vorstellen, sowas war more space for all your stuff. Mehr Wände, wo ich Trikots aufhängen kann. Ja, das ist wichtig, mehr Wände, genau. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch ein paar Fanfragen. Geiger 15 fragt, bayerisches Lieblingsgericht? Leberkäs. Der Ludwig Andi fragt, Leberkäs mit Zirsen oder mit scharfem Senf? Mit Zirsensenf. Ah, okay, ein Süßer. Christoph Krebsi fragt, warum hast du immer lange Haare? Weil meine Cousine ist Friseuse und die wohnt in Heilbrunn und das ist relativ weit zum Fahren. Und wir haben nur montags frei und da haben wir auf dem Land der Friseur zu, deswegen schaffe ich es nicht öfters. Joel Andra 2011 fragt, wie lange willst du noch Eishockey spielen? So lange, wie es mein Körper mitmacht. Und falls irgendwann für mich auch nicht mehr gelangt, dann gerne nochmal ein Date für ein paar Jahre. Sarah Emily 11 fragt, was willst du deiner Tochter auf den Lebensweg mitgeben? Dass es einfach schöner ist, wenn man positiv und glücklich durchgeht und sie nicht über kleine Sachen aufregt. Wir sind eigentlich jetzt durch mit dem Interview. Wir sind da durch mit dieser tollen Episode von Welcome To. Gibt es vielleicht zum Abschluss noch irgendeine Message, die ihr noch an unsere Fans vielleicht loswerden wollt? Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, einfach einmal Danke zu sagen. Für eure Unterstützung, für das, dass ja, ihr meine Zeit im Ring auch so schön macht und hoffentlich weiterhin auch schön machen werdet. Ohne euch ist natürlich die Stimmung im Stadion auch nichts und da macht es Eishockeyspielen noch mehr Spaß und ich mache einfach nichts lieber wie Eishockeyspielen. Von dem her bin ich froh, dass ich euch habe. Dann sage ich auch nochmal vielen Dank, Fans. Vielen Dank fürs Einschalten. Neue Folge Welcome To. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns in Kürze im Stadion. Bitte. Bitte. Servus. Bitte. Servus. Yeah.